zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Herzlich willkommen zurück zu den schlechtesten Fantasy-Dinos of all time. Was anderes kannst du dazu gar nicht sagen. Und das ist wieder so ein Ding, wo du, ja, tut mir leid, da fährt dein System komplett runter. Und du musst da dreimal wirklich ganz, ganz, ganz tief durch die Socken atmen, um das Ding hier wirklich in seiner kompletten Unfassbarkeit fassen zu können. Der eine oder andere wird vielleicht verstehen können, was ich hier sage, denn das, was ihr hier seht, Leute, das ist der absolute Oberknaller. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, denn dieses Teil, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, wann das war. War es vor 2 Jahren, hat Rebor auf seiner Facebook-Seite als April-Scherz gepostet. Ne? Rebor machen ja jedes Jahr einen April-Scherz mit den unmöglichsten Skulpturen, die sie auf ihrer Facebook-Seite vorstellen. Und da war der hier dabei. Das heißt, sie haben Raptor genommen und haben ihn entsprechend genauso bemalt und auch das Muster hier genauso gestaltet. Naja, nicht genauso gestaltet, in etwa, denn wenn ihr euch das genauer anschaut, dann fällt euch hier jetzt vielleicht auch schon ein bisschen was auf. Denkt mal an den Hard Rock Heavy Metal Bereich. Ja, aber gut, ich glaube, ich werde das Ding erstmal auspacken. Kam hier in der Tüte bei mir an, aber sie haben immerhin noch Kartons zwischen die Beine geschoben, damit sie nicht verzieht. Ja, mal gucken, ob er auch stehen kann. Ich hole das Vieh hier mal raus. So, Achtung. Kann er stehen? Natürlich nicht. Großartig, großartig. Warte mal, wenn ich die Beine ein bisschen biege, denn es ist ganz, ganz weiches Gummi. Also ja, weicher geht's gar nicht. Aber ob der stehen kann, oje, 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 Mine. Hier, jetzt doch, komm, jetzt bleibt er stehen. Ist aber nur eine Frage der Zeit. Kann sein, ne? Stützt sich schon auf dem Schwänzchen auf. Wahrscheinlich wird er gleich wieder umkippen. Das Ding hier hat Rebor seinerzeit Utahraptor Scary Monster genannt. Ja? Ist aber kein Modell, was jemals entstanden ist. Ist definitiv halt nur eine Photoshop-Arbeit. Von dem her ist das Ding hier, ja, weiß ich nicht. Ist es dann, wenn es nur auf Papier besteht oder in digitaler Form, ist es dann Bootleg? Fragezeichen, ich kann es euch nicht sagen, aber es ist wirklich phänomenal, dass tatsächlich ein chinesischer Hersteller das Ding so umgesetzt hat. Ne? So, und dieses Ding war eigentlich, davon mal abgesehen, dass es ein April-Scherz ist, ja, einem Sänger gewidmet, und zwar Ronnie James Dio. Und hier seht ihr den Schriftzug D-I-O, Dio, Ronnie James Dio, war ein Hard-Rock-Heavy-Metal-Sänger, unter anderem gesungen in Bands wie Rainbow, Black Sabbath, Elf, Heaven and Hell und halt Dio. Ja, mittlerweile steht er nur noch als Projektion auf der Bühne, aber davon mal abgesehen, ja, das hier ist das Ergebnis der chinesischen Industrie, und das schauen wir uns heute mal in diesem Video an. Also das Ding ist so dermaßen kurios, ja, da kommst du nicht dran vorbei. Das ist eine absolute Kuriosität. Ob den Hersteller überhaupt klar war, dass das hier Dio heißt und mit dem Sänger in Verbindung gebracht wurde, ich kann es euch nicht sagen. Normalerweise stand auch hier in dem Schwarzen überall Dio, 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 Dio. Hier sieht man es mal ganz leicht, das D, das I und das O. Und das hat sich dann immer wiederholt. Dio, 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 Dio. Genauso hier hinten am Schwanz. Dio, Dio, Dio. Hier haben sie halt einfach nur dieses Kreisstreifenmuster dran gemacht. Also schon der Knaller, ja? Das ist schon wirklich der Knaller. Vor allem diese Krone hier, die setzt dem Ganzen wirklich noch die Krone auf. Ne? Bei Rebor war die noch gold oben, hier haben sie es gelb bemalt. Also wir haben hier ein hellblau, ein dunkelblau, dieses gelb, goldene Augen, goldene Krallen in dieser laufenden Stellung, die mehr schlecht als recht steht. Die Standfläche ist auch wirklich verdammt klein. Also man muss ein bisschen hinbiegen, dann kriegt man den Guten zum Stehen. Aber halt auch nur für einen kurzen Moment, dann kippt er um. Ne? Müsste man mal wirklich gescheit hinbiegen. Ja, aber ja, komm. Lasst uns das Ganze hier mal angucken. Ich beginne hier am Kopf. Er hat einen beweglichen Unterkiefer. Kann man hier öffnen. Die Zunge steht hier hinten übrigens auch in die Luft. Junge, so schlecht hier unten. Meine ich, kann man auch noch durchgucken. Richtig,
Hier ist so eine richtige Trennung. Seht ihr das? Nicht blickdicht, ihr könnt einfach durchschauen. Und es ist halt wirklich billig ohne Ende. Hier hängt übrigens auch der Unterkiefer ein bisschen schräg dran, wenn dann aufklappt, ne? Man sieht's. Also, ein ganz einfaches Rot. Dann die Zähne haben sie in Weiß bemalt. Hat ein bisschen was von Schleich irgendwie, ja? Kommt jetzt nicht an Rebor dran. Die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer geht auch nicht runter. Endet hier halt ganz einfach auf halber Strecke, sind nicht extra bemalt. Dann hier, was die Schuppenstruktur angeht, ist schon alles wirklich brutalst einfach gemacht. Trotzdem kann man hier sehr schön den Schädel erkennen, ne? Die Knochen, die hier etwas abstehen. Das Auge sitzt tiefer drin, wie schon gesagt, haben sie in Gold bemalt mit einem schwarzen Strich. Dann hier die Krone, die wirkt sogar ein bisschen golden, wenn man es so anguckt. Ja, dann hier auch ein bisschen Farbe verschmiert. Made in China. Aber der Farbverlauf von diesem Dunkle in das Helle rein gibt hier stellenweise auch so eine leichte Türkisfärbung. Die ist schon wieder gut, die ist gar nicht mal so schlecht. Aber du kannst das Ding ja eh nicht für voll nehmen. Von dem her alles halb so wild. Ja, und dann halt dieses Dio hier in Wiederholung, was sie nicht richtig als Dio bemalt haben. Aber ganz ehrlich, das Streifenmuster, also die Idee von Rebor selbst für das Ding, ich fand es gar nicht schlecht. Vor allem schön, dass es hier auch noch ein Stück über den Arm drüber geht, der hier übrigens auch beweglich ist. Ihr könnt 360 Grad drehen, ist überhaupt kein Problem. Der Arm ist sogar etwas strukturiert, ziemlich lang. Hier die Krallen in Gold, die Finger. Hier vorne noch etwas mit Schwarz überzogen. Seht ihr das? Auf dem Dunkelblau ist auch noch etwas Schwarz drauf. Und das haben sie hier genauso gemacht. Also so gesehen ist es relativ aufwendig bemalt oder bedruckt. Ich kann es euch nicht sagen, wie sie es hier gemacht haben. Wir sprechen hier wieder von so einer 7 oder 10 Euro Figur. Okay, also dafür ist es verdammt aufwendig gemacht. Das kannst du anders nicht sagen. Hier unten haben sie eher so Falten gemacht. Ja, Gussnase kann man hier auch sehen. Innen ganz einfach skulpturiert, einfach so kreuz und quer. Na, hier kann man es ein bisschen sehen. Aber trotzdem, sie haben das Ganze hier strukturiert. Man sieht die Muskeln im Schenkel, man sieht hier das Schambein, Sitzbein. Hier unten läuft es in den Fuß auf mit einer hochstehenden Sichelkralle. Auch die Innenklaue haben sie hier noch gold bemalt. Ist doch der Wahnsinn, oder? Also, und dann auch noch schwarz ganz außen. Ich schmeiß mich weg. Das ist der Knaller. Also ihr kriegt die Figur gerade echt gefühlt überall zu kaufen, in jedem Shop. Online-Shop sind die Dinger hier zu finden. Das ist schon wirklich echt krass. Sag ja, ist die Frage, wenn es noch nie produziert wurde, ja, ist es dann original oder ist es ein Bootleg? Ne? Entwurf ist auf jeden Fall von Rebor. Ne? Hier sieht man auch das Dio spiegelverkehrt und dann hier auch die gelben Streifen, die sich hier drüber ziehen. Sag ja, es ist schon recht aufwendig gemacht. Also man braucht hier jetzt gar nicht so furchtbar genau auf die Details eingehen. Das ist halt absolut kurios. Ich finde es cool, dass man die Arme hier noch entsprechend bewegen kann, das Maul öffnen und wenn man Glück hat, bleibt es dann auch noch einigermaßen stehen. Zumindest für einen kurzen Moment. Und jetzt mache ich das Schlimmste, was man überhaupt noch machen kann, denn ich stelle diese geklaute Figur auf eine originale Rebor Base. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Aber Rebor, ihr habt ja Humor. Also fasst es mit Humor auf, denn selbst eure April-Scherze sind im Prinzip so gut, dass es Asiaten gibt, die das so klauen. Ne? Also das kann man ja schon wieder als dickes Lob ansehen. Darum alles halb so wild. Ne? So, dass ich jetzt hier an diesem Stamm abstützen kann, steht der hier auch bombenfest. So und so werde ich den jetzt auch noch in 360 Grad drehen lassen. Also ich sag's ja nochmal, das ist keine Rebor-Figur. Es ist ein Rebor-Entwurf, aber keine Rebor-Figur. Ein Asiate hat sich den April-Scherz genommen und hat es als Figur umgesetzt. Ich finde es so schlecht, dass ich es schon wieder gut finde irgendwo. Ne? Leute, gut. Ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Wie schon gesagt, ich lasse ihn jetzt so in 360 Grad drehen. Ich freue mich auf die neuen kommenden Rebor-Figuren, vor allem auch die Grab-and-Go-Geschichten mit einer absolut fantastischen Galapagos-Riesenschildkröte und viele, viele weitere Modelle, die von Rebor in den nächsten Wochen oder Monaten erscheinen werden. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit diesem absoluten Kuriosum, dem gekrönten Utahraptor Dio.
Und damit bin ich raus. Danke fürs Zuschauen, danke für euer Interesse und ganz viele Grüße an Rebor, Leute. Nehmt's mit Humor. Und damit sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay.